Und da sind wir bei einer weiteren Seafan-Mission, Nest of Vipers. Ja, da müssen wir wieder in eine Academy müssen wir eindringen von Magiern und dort Sachen machen. Schauen wir uns mal an. Ja, also hier sind die Ziele. Wie gesagt, ich habe mir das mal nur durch das Briefing mal kurz durchgelesen. Ich habe es nicht richtig verstanden. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie irgendwelche Splitter oder Scherben sammeln und damit irgendwelche Sachen deaktivieren oder auflösen oder so. Sehr viel Kram. Ist ziemlich viel, was man hier gleich an den Kopf geknallt bekommt. Ich bin aber, wie gesagt, sehr happy, mal wieder eine brandneue Mission zu spielen. Und vor allem unseren guten Mitspieler Nikit. Der hat die Fanmission gemacht. Und ich freue mich da immer sehr auf diese Fanmission, weil es ist nicht so Standard. Es ist immer wieder was Neues da. Irgendwas wird wieder speziell sein. 1500 Loot sind es auf normal. Optional bleibt immer noch das Ziel. Also das wird sich jetzt nicht ändern mit dem Schwierigkeitsgrad. Wir sollen nämlich nicht jemanden alarmieren und wir sollen niemanden irgendwie verletzen. Also optional Ghosting. Und wir sollen die Akademie verlassen, wo wir hergekommen sind. Auf Hard ist es halt 2200 Loot. Und ich soll niemanden töten oder sagen wir niemanden unschuldigen und auf Experte. Nee, es bleibt niemanden töten. Niemanden töten. 2800 auf Experte. Ah, das ist ganz schön viel Kram. Wie gesagt, wir können das jetzt gleich nochmal kurz fassen, wenn wir in den anderen Menü sind. Und wir haben einen Brief gleich am Anfang. Mit was fangen wir denn an? Wir haben 600 Loot. Das reicht gerade mal für einen Invisibility Potion. Wir haben nur 5 Wasserpfeile, da wir ja hier versuchen müssen, durch das ganze Level durchzukommen, ohne irgendwas auszulösen, machen wir, glaube ich, lieber auf Wasserpfeile. Und Blitzbomben müssen wir komplett verzichten. 2 Seilpfeile reichen. Ja, das ist genau abgemessen. Genau alle Wasserpfeile geholt. Ja, das andere macht keinen Sinn. Wie gesagt, Minen ist Quatsch. Potions sind Quatsch. Moosheiler haben wir 2. Werden wir vielleicht nicht so nötig haben. Müssen wir gucken. Ich glaube, wichtig ist erstmal... Ich weiß nicht, wie viele Fackeln die Mission hat. So, safen. Ja, da sind wir jetzt. Hier müssen wir wieder zurückkehren, wenn wir fertig sind. Und jetzt nochmal zu den Objectives. Use Halyard's Platform to scale the gatehouse wall and get into the academy. Also wir müssen auf jeden Fall erstmal, ja, die Plattform vom Wachhaus benutzen. Also quasi wir müssen über die Wachhauswände, also Mauern kommen. Und dafür müssen wir die Plattform nutzen. Meet up with Halyard and obtain the Chaos Shard from him. Also das erste, was wir bekommen, ist der Chaos Splitter. So, find the Murkards, steal in the main keep and use the Chaos Shard to destroy it. Also das ist unser Schlüssel. Und mit dem Schlüssel können wir das Ding deaktivieren und zerstören. In dem Fall steht hier zerstören. You place the Chaos Shard, where you found it. Das heißt, wir müssen auch noch ersetzen. And once the job is done, recover your freed from the chest in the hidden room. Accessed from the keep, second floor changing room. Wir sollen also, wenn wir alles erledigt haben, alle unsere, hier steht Recover your free from the chest in the hidden room. Also sollen wir da unser Zeug wieder abladen oder sollen wir da unser Zeug abholen? Habe ich noch nicht so richtig kapiert. Auf jeden Fall ist halt klar, das haben wir schon vorhin durchgelesen und halt jemanden alerten. So, jetzt die Karte. Wir fangen wahrscheinlich hier im Keep an, oder? Ach du Scheiße, wie detailliert ist das denn? Hier ist das Gatehouse. Hier fangen wir an. Und da kommt man ins Keep rein. Chaos Shard here. Okay. Also von der, wenn wir da nach oben gekommen sind, rechte Seite. Oder müssen wir es da replacen? Ich weiß es noch nicht so richtig. Ach du Scheiße. Auf was habe ich mich hier wieder eingelassen? Okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Oh yes. Ich gucke mich erstmal hier ein bisschen unten um. Man weiß ja nie, was man hier findet. Ui. Wieso bin ich nur so ängstlich? Ich bin wahrscheinlich zu sehr
dieser in der Vergangenheit solche Missionen gespielt hat, dann erwartet man viel. Aber ich hatte ja gedacht, dass ich hier vielleicht ein Secret oder sowas entdecke. Also irgendwie einen geheimen Loot oder sowas. Der Schädel macht mich, beunruhigt mich ein wenig. Wir werden also auf Magiern treffen. Da bin ich ja mal gespannt, wie die abgehen. Was ist das denn? Ja, Spiel Nikits Mission. Ich freue mich drauf. Da gibt es immer neue Sachen. Ich glaube, wir können mit Halliard nicht mehr. Können wir nicht mehr reden. Ich glaube, das ist Halliard. Er hat auch noch eine Letter gelassen. Ja, ich glaube, das ist ja dann egal. Ja, Halliard. Ich habe es natürlich gelesen. Oh, man kann Fackeln löschen. Kerzen ausmachen. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Hier gibt es auch einen Weg nach oben. Da ist der Schädel gewesen. Ich glaube, die haben einen sehr kurzen Prozess mit ihnen gemacht. Das sind keine gewöhnlichen Kerzen. Okay. Wir schaffen das. Guck, guck. Da liegt ja jemand rum. Tü-tü. Okay. Ich wollte nur sicher gehen, ob das wirklich nur ein CV ist. Kann ich dich ein bisschen an den Füßen kitzeln? Ich war nur ein Test. Es war nur ein Test. Okay. Ich habe eine Münze von ihm. Die Kerzen bleiben nicht an. Das bedeutet, wir haben nur diesen einen Weg. Das bedeutet, dass wir zukünftig vielleicht das gar nicht so machen können, dass wir es nicht ausbekommen. Das macht das alles etwas schwerer. Oh Gott. Okay, hier ist was runtergefallen. Bitte keine blöden Jumpscares. Oh Gott. Ah, noch ein bisschen Münzi-Münz. Habt ihr es gehört? Irgendwas knarzt hier. Ist das der Reifen? Ich finde das echt cool. Also so eine Soundkulisse. Ah, ich dachte, ich finde hier was. Alles wird gut. Alles wird gut. Wir sind sneaky unterwegs. Ich kann das mir natürlich immer einreden. So, also. Ich bin jetzt unsicher. Wir sollen ja über die Grid, über die Wall kommen. Aber das heißt, wir sind jetzt am Gatehouse? Die Sache ist, wo ist das Gatehouse? Hier ist die Great Hall, Guard Captain. Das ist ja schon drin, oder? Arcane Arts. Ich bin mir unsicher, genau. Also wie gesagt, das ist das Gatehouse. Das heißt, wir müssten Garrett, Plattform over the wall hier. Okay, also wir müssen wahrscheinlich hier irgendwie drüber kommen. Dann ist das Gatehouse. Und da soll ich hoch. Ich denke mal, das ist so der Sinn und Zweck. Ist das Magier? Ne, das sind richtige Wachen. Psst!
Dieses Holz macht mir zu viele Geräusche. Machen wir den ersten Hard Safe. Okay. Also langsam habe ich mich wieder beruhigt. Aber ich bin auf der Hut. Ist jemand? Ich höre jemanden husten. Was ist das denn da hinten? Übrigens, das war schon das erste Ziel. Cool. Das sieht geil aus. Okay, da scheint ja nichts Besonderes zu sein. Ich höre nichts. Das war wohl nichts. Okay, der dreht sich immer wieder um. Oh shit. Dieser Pfeil hier ist für dich. Oh fuck. Hallo? Wow, das war ein sehr langer Fall. Ah, ich habe hier gespeichert. So ein Kack. Okay. Ich muss ja wieder zurückkehren, wenn ich fertig bin. Das heißt, wir brauchen einen Fluchtweg. Also gar nicht so dumm, dass wir das Tor öffnen. Ich weiß, dass es eh nichts bringt. Muss ich durch das Tor gehen? Da ist eine Leiter. Boah. Laudi Maudi. Oh shit. Okay, hier steht er rum. Breitkopfpfeile. Gatehouse. Hier sind wir. Da gibt es noch eine Leiter nach oben in Front Courtyard. Das ist noch zu früh. Aber wo ist hier das Gatehouse? Enter via the Plattform. Ist da. Ah, hier sind wir. Ah, das ist schon besser. Hm. Ich weiß noch gar nicht. Also, er sagte, die Short. Das Chaos Short ist hier. Das heißt, wenn wir die ganzen Treppen hoch sind, muss ich rechts lang. Frage ist, wo sind hier die Treppen? Da drüben wahrscheinlich irgendwo. Aber er sagte doch, ich kann hier hoch. Da ist doch keine Leiter. Da ist ein Schalter. Vielleicht kann man hier Leitern auszahlen lassen. Ah. Okay. Das heißt, sobald wir hier oben sind, können wir uns hier einen schönen, gemütlichen Rückweg bauen. Deswegen hat die Karte das auch angezeigt. Hat der was bei sich? Der hat nur das Schwert. Oh, die haben die Waffen, nee, der hat die Waffe in der Hand. Ich wollte sagen, das ist wie in den... Das ist wie beim Duncan Mulvane, wäre. Ich mache hier einen Hard Safe. Bis jetzt haben wir ja alles, sag ich mal, richtig gemacht. Alles ruhig. Waren wohl Ratten. Was war das? Was? Wie? Oh. Ich bin noch nicht runtergegangen. Da scheint nichts mehr zu sein. Ein Friedhof. Siehst du das? Ah, hier gibt's Ärger. Helft mir, diesen Dieb zu packen. Das Licht ist echt doof. Nichts mehr zu sehen. Es gibt was, war das wohl? Irgendeine Ahnung? Hier ist, das scheint die Treppe zu sein. Ich guck mal, was hier unten ist. Kann man hier reingehen? Was ist das für ein Bereich?
Hier ist eine Wache. Du hast was bei dir. Dankeschön. Ach, was soll's. Jetzt oder nie. Oh shit. Ist er über mir? Ist über mir. Ist da irgendwer? Du Scheiße, hier ist ja schon viel los. Der Koch hat für uns heute einen Topf versprochen. Mit echtem Fleisch. Bin ja mal gespannt. Ich wette, der Baron stopft sich ständig Fleisch. Hm. Und nicht nur Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Ich frage mich, welchen Bereich ich bin. Bin ich hier hinten gelandet? Also ich habe ein Mädel gehört, das könnte die Küche gewesen sein. Ah, Baracken. Eine Schriftrolle. Ich hoffe, das ist gut getestet, dass das Ding, der hier nicht aufspringt. Diese verdammten Kerzen. Oh, ein Apfel. Und ein Brief. Okay, das war jetzt ein interessantes Symbol hier. Ich glaube, ich mache mir wirklich mehr Sorgen, erwischt zu werden. Ist da oben was? Sind die aufgezeichnet, die Baracken? Barracks, wir sind hier. Das heißt, wir sind jetzt hier runtergegangen, kommen auf der anderen Seite wieder hoch. Wir sind näher, sehr nah am Chaos-Shard. Dann sind wir... Sind wir jetzt hier? Was Schönes bei dir? Tretet hervor und lasst euch erkennen. Da ist doch wer. Nee, hier ist nichts. Es ist noch ein bisschen schwierig, mit dieser Karte umzugehen. 3D. Ist doch gar nichts. Gibt's hier zu sehen. Jetzt ist alles hier harmlos. Ich will jetzt mal da reingehen. Hey. Schön. Okay, der wird nicht lange zögern, dann wird er hier reinkommen. Sehr viele Objekte. Ich weiß nicht, was davon wertvoll ist und was nicht. Ich glaube, das ist nichts Wertvolles. Da höre ich nichts. Ach, eine Mine. Als wenn ich die jetzt benötige. Ich kann das Licht hier natürlich wieder nicht ausmachen. Ist das der vom Captain? I am the Captain of the Guard. Dann sind wir hier gelandet. Ach, und dann ist das der Balkon. Das heißt, ich muss hier hin. Ich muss einfach nur in die andere Richtung. Der wird doch hier nicht reinkommen wollen, oder? Das ist wieder eine sehr hübsche Mission.
Ich erwarte da auch gar nichts anderes mehr. Ach, der ist hier oben. Der hat hier drinnen nichts zu suchen. Das heißt, er wird theoretisch hier nicht reinkommen. Theopraktisch. Ich will nur mal schauen. Nee, hier ist nichts. Ich wollte nur mal sicher gehen. Ich habe jetzt außer Loot und eine Mine habe ich jetzt aber nichts Besonderes bekommen. Ich hätte jetzt mir ein bisschen mehr erhofft. Die Dinger sind ja auch wieder an. Mann! Wozu kann man sie dann überhaupt ausmachen? Wozu kann man sie überhaupt ausmachen, wenn sie nicht ausgehen? Verdammte Magie. Das ist eine neue Mechanik, definitiv. Das heißt, wir haben nur für kurze Zeit mal eine dunkle Seite. Stelle. Und unten der Typ kommt wieder da aus der Tür raus. Die Frage ist, wo geht's hier hin? Warte mal. Guard of the Captain. Das kann nur ein Lager oder sowas sein. Ich will gar nicht probieren, ob man überhaupt mit Wasserpfeilen hier was reißen kann. Ich hoffe, auf Fireplaces bleiben aus. So, das heißt, wir warten hier. Der geht wieder raus, guckt sich wieder die Welt an. Und dann kommt der andere Typ. Und der müsste auch rausgehen, oder? Weil der kam ja auch hier erst rein. Also entweder ist dahinter noch so ein langer Gang, der nur einen Kreis führt. Oder es ist irgendwas anderes dort. Es ist ein langer Gang. Es gibt einfach keine Vögel mehr. Früher weckten einen die Vögel mit ihrem Gezwitscher auf. Immer auf der Suche nach einem kleinen Vögelchen. Ihr habt sie lange nicht mehr gehört. Scheint alles ruhig zu sein. Okay, wie gesagt, ich muss mir auf jeden Fall alles genauestens angucken, dass ich so ein bisschen Orientierung bekomme. Blöde Kerzen. So, genau, das war jetzt die eine Stelle, wo wir hochgegangen sind. Das heißt, wir sind wieder hier. Ich hoffe nur, die kommen nicht von der Seite wieder zurück. So, das heißt, hier muss der Schart sein. Unheimlich. Was steht denn hier Schönes? Prison. In light of today's attempted theft by that rogue, the Chaos Shard has been forced, been moved to a safer location. Nein! In the Astronomy Tower. Okay. Das heißt, er ist nicht mehr hier. Oh, dankeschön. Das ist ja cool. Das ist ja wie in Dings. Wie hieß es doch mal? Mission X, Circle of the Stain, ne, nicht Circle of the Stain, ihr wisst, was ich meine. So, Astronomie Tower, wo ist denn Astronomie Tower? Hier. Die Stele ist in der Main Keep, das heißt, Main Keep ist das. Da müssen wir zum Schluss rein, aber dazu brauchen wir vorher den Chaos Shard. Ach, jetzt steht's hier, the Chaos Shard has been moved through the Astronomy Tower. Ich dachte, das wird auf der Karte auch nochmal umgezeigt. Das ist Main Keep. Astronomy Tower. Deswegen gibt es den Astronomy Tower direkt als Karte. Foreshadowing war schon da. The Chaos Shard. Der war hier quasi.
oben wacht einer. Denke ich mal. Das ist ein Balkon. Könnte das der Balkon sein, den, die Doppeltür, die wir gesehen haben vorhin? Also ich glaube, dass hier nicht viel sein wird. Oh Gott. Sind Sie das? Nee, hier ist auch nicht viel. Ich könnte hier auf das... Oh Gott. Auf das Dach kann ich. Ich würde sagen, das ist der Astronomie-Tower. Ich will natürlich noch so viel wie möglich eigentlich mitnehmen, aber ohne den Chart kann ich den ganzen anderen Kram nicht machen. Wobei das eigentlich unser Hauptziel ist. Hä, da lief einer auch rum. Da war jemand. Da. Bogenmann. Okay. Unser Weg ist dort. Ich finde das so cool. Ich mag das. Sehr viele Möglichkeiten. Keine Pfeile im Köcher. Ich glaube, das ist mit Absicht jetzt mittlerweile so gemacht, weil das halt nervig ist, dass das als Taschendiebstahl zählt. The Bell of Silence. Was auch immer das bringt. Muss ich irgendwas machen mit der Bell of Silence? Ich lade lieber nochmal, weil das Problem ist, wenn ich damit irgendwas triggere, was ich nicht weiß, dass es passieren kann, dann muss ich mich vorher belesen. Oh, nicht runterfallen. Das ist der Haupthof. Das ist direkt die Treppe, wenn man hochkommt. Hier. Und wir haben ja nur diesen Bereich. Und ich bin jetzt über der Great Hall. Main Keep ist hier. Komme ich hier runter, ohne zu sterben? Oh mein Gott. Hier ist sogar eine magische Wand. Das heißt, um in den Astronomie Tower zu kommen, muss ich über die Bridge. Das durch die Great Hall. Und hier ist eine magische Barriere. Wir müssen erstmal herausfinden, wie wir die magische Barriere deaktivieren können. Ich glaube nämlich nicht, dass ich da einfach so rüberkomme. Oh, Scheiße. Ich wollte mal gucken, ob ich mich einfach so an die Wand festhalten kann. Nein! Das war ganz knapp. Bisschen abkürzen, wisst ihr? Ah, schade. Eigentlich müssen meine Arme abreißen bei dem Versuch, mich da festzuhalten. Ah, ganz knapp. Das Problem ist, so schräg nach oben zu springen, ist schwierig. Oh, das war wieder nichts. Komm schon, schaffen wir. Ich versuch's noch ein paar Mal. Wenn es nicht. Oh Gott. Wenn es nicht klappt, dann. Oh, Scheiße! Ich brauche nicht springen, ich muss einfach nur laufen. Das hat nicht geklappt. Mensch! Vielleicht sollte ich es lassen. Das war ganz knapp, das war ganz knapp. Einmal noch. Ah, das schaffe ich nicht. Ich kann mich nicht dran festhalten. So ein Kack. Okay, das heißt, wir müssen einen anderen Weg wieder runterfinden. Also über diesen Weg hier komme ich zur Bell. Ich glaube, einen anderen Weg sehe ich jetzt hier auch gerade nicht. Oh, warte mal, da ist ein Eingang. Sind Sie das? Das ist ein Magier, man. Gott, was macht der mit den Typen hier?
Ist nicht schön, was ihr hier macht. Ich dachte, es wäre Arcane Magic. Das sieht nach Nekromantie aus. Ah, hier pennt einer. Auch die müssen mal schlafen gehen. Ich denke mal, wir müssen eine Library oder sowas aufsuchen, um herauszufinden, wie man die magische Barriere beenden. Wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Ich bin jetzt nicht... Bin ich schon in der Great Hall? Ich müsste in der Great Hall sein. Wir sind ja vom Dach aus quasi... Obwohl, wir sind hier lang gegangen. Nee, warte mal. Wir sind hier rüber gekommen. Also doch, wir müssten so an der Nähe von der Great Hall sein. Dröhnende Musik. Scheiße. Das jetzt fühlt sich wirklich nie von den Magiern an. Ist hier keiner? Da ist einer. Wobei es ein bisschen lächerlich aussehen mit dem Zipfelhut. Ich könnte hier das Licht löschen, indem ich das große Feuer wegmache. Ich hoffe, es bleibt aus. Lass mich! Ghosting failed. Dün dün. What was that? Ganz gefährliche Sache hier. Okay, hier sind wir auch im Dunkeln. Was ist das? Eine Bottle. Aber das ist so, sofort bei Fliesenberührung, das passieren kann. Das ist heftig. Okay, da dreht sie nur hin und her. Hier noch irgendwas? Ne, hier scheint nichts mehr zu sein. Außer ein Buch. Oh, was habe ich denn da? On the Wands of Power. The Twist Pine One Wand. The Slinghorn Wand. Warte mal, Slinghorn? Ist das nicht aus Harry Potter? Fireball Wand? Lunaric Wand? Frostgam Wand, Mistforge Wand, Twigclaw Emerald Wand, Eternist Wand. Und die haben alle eine bestimmte Fähigkeit. Lightning, Fire, Moon. Ob das noch nützlich wird, ich weiß nicht. Ah, eine Wache. Oh, der hat was. Ding zu. Schwert. Hier. Wir müssen mehrere Saves machen, definitiv. Gerade wenn wir ghosten wollen. Okay, der geht über uns. Breitkopfpfeile.
gerade das, was ich am wenigsten benötige. Okay, wir schauen uns hier unten mal um. Lager. Ach, hier sind wir. Das heißt, wir sind... Wir sind... hier wieder gelandet. Das heißt, wir sind noch in diesem Bereich. Common Building. Wir sind noch nicht in der Great Hall. Naja, dann gucken wir uns erstmal im Common Building halt um. Keine Fliese, okay. Hier rechnen. Da laufen welche. Der Käse. Der Käse. Hier bin ich noch ein bisschen sichtbar. Ich bin sehr fasziniert von der Mission. Ich finde es, wie gesagt, es fühlt sich gerade so, wenn man das letzte Mal Black Parade gespielt hat. Shit. Du hast nichts. Wenn man das letzte Mal Black Parade gespielt hat und man war bei den Magiern, dann ist das natürlich sehr aufregend hier. Meine Symmetrie habe ich einen Fehler begangen. Das war nicht schön. Das ist die Küche. Wo wurde die Küche eingezeichnet? Hier. Aber die Kitchen geht zur Great Hall. Nee, das ist nicht die. Das kann nicht die Küche sein, weil hier ist kein Ofen. Oh shit. Nein! Also der Typ kommt nochmal rein. Oder? Oder? Ja. Mir fehlt noch so ein bisschen detaillierte Ansicht von dem inneren Gebäuden. Hier ist eine Holzscheide. Hier schleicht doch nicht etwa ein Fremder rum. Nein. Ach so, der kommt jetzt gleich hier lang. Okay, und dann läuft er wieder über den Hof. Okay, dann verstehe ich, wie der seine Routine ist. So. Oh shit, der geht jetzt hoch. Genau da, wo ich auch lang will. Aber von hier aus müsste ich direkt in die Great Hall kommen eigentlich, wenn ich dieses Gebäude lang gehe. Ich höre nichts. Das war wohl nichts. Oh, ein Brief. My dear Sam, von Giselle. Ich denke mal, die haben hier nichts. Ah, das sieht sehr verdächtig aus, dieser lange Korridor. Der wird da wieder zurückkommen über die Seite. Ach, try hard. Hier sieht's ja schnucklig aus. History of the Bell of Silence. The Bell of Silence was installed, bla bla bla, über die große Halle, 642. So, was macht die? The Bell is not truly silent, for a keen listener can detect a resonance in the material mold. Also wir sind sehr gut in Zuhören, ne? However, the true power of this bell is that it tolls across the ethereal plane, and its immaterial tones can be synchronized with spells of binding or banishment. The ritual of silence is performed yearly to maintain. Okay, also warte mal, ich verstehe, was wichtig ist.
Clean the bell and change the barrier spell that wards the bridge to the Astronomy Tower. Also wenn man das Ritual der Stille macht, können wir damit die Barriere, den Zugang zum Astronomie Tower bekommen. Long has the Bell of Silence served as a proud cornerstone of the Academy's great heritage. Okay. Oh, danke. Ist das jetzt hier drin, ne? The Astronomy Tower Bridge is warded by a barrier spell. Related to the Bell of Silence above the Great Hall. Die Frage ist, muss ich einfach noch das Ding läuten und damit das Ritual vollführen oder muss ich was noch was extra machen? Ich sehe nichts mehr. Das ist die Küche. Mir scheint hier aber auch nicht zu sein. Da ist doch wer. Nö. Hier ist nur hier ist niemand, nur Daggerit. Das ist die Küche. Dann ist das vielleicht die Great Hall. Es ist die Great Hall. Das heißt, bevor wir die Great Hall in Angriff nehmen, müssen wir erst die Glocke läuten. Und dann schauen, ob die Barriere auch wirklich weg ist. Wenn ich das vorher gewusst hätte. Das hat ja wunderbar geklappt. Ach, tut mir leid. Ja, sind Sie das? Ist da jemand? Ach, hier sind wir jetzt. Das heißt, der Typ geht hier hinten noch lang. Oh, Rückweg gesichert. Das ist auch wieder die Great Hall. Hier kann ich mich verstecken. Das ist kein gutes Zeichen, wenn die sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Die haben einen Sci-Fi entdeckt. Jetzt sind wir hier an der Stelle. Ich dachte, der geht hier raus. So, jetzt sind wir auch schon hier hinten lang gewesen. Oh Gott. Gehst du jetzt hier rein oder was machst du? Bist du einfach nur scheiße? Danke. Ich glaube, ich habe was gesehen. Hier ist die große Treppe. Es gibt ja noch eine Möglichkeit. Ach nee, da komme ich nur in die Great Hall. Die Great Hall muss ich erst, kann ich erst gehen, wenn ich die Bell aktiviert habe. Ich muss mir einen Weg suchen. Jetzt oder nie. Sind hier Münzen drin? Nee, schade. Was ist das denn hier eigentlich? Oh, das könnte... Ist das die Main? Das ist das Main Building. Da muss ich auch noch einen Weg reinfinden. So, wie habe ich das geschafft? Ich muss nach oben... Genau, wir nehmen den alten Weg. Ich kenne mich ja jetzt aus hier. Dann hier lang. Dann hier hoch. Was? Wer hat mich gesehen? Ach, du hast mich gesehen! Du kleiner Drecksack!
So, jetzt ist er weg. Ich habe nur ein bisschen Zeit geschunden. Ich wollte erstmal nicht sofort losstürmen. So, jetzt an den Wachmann vorbei. So schnell wie möglich darüber. Schön wäre es, wenn ich von hier aus einen schnelleren Weg wieder nach unten hätte. Außer zu sterben natürlich. So, das heißt, wir machen Klingelingeling. Bell, bell, bell. Babybell. Oh nein, 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 lass mich in Ruhe. Jetzt schaue ich nur mal schnell, ob auch wirklich die Barriere weg ist. Die Barriere ist weg. Ist die Zeit versetzt? Ich hoffe nicht. Es stand nichts davon, dass die Zeit versetzt ist. So, das heißt, wir gehen jetzt durch die Great Hall. Und können dann direkt zum Astronomieturm gehen. Oder wir gehen direkt straight zum Astronomieturm. Nee, das kann nicht zeitversetzt sein. Weil wenn ich die... Ich kann die Bell ja nur einmal läuten. Und wenn ich die einmal geläutet habe, wie komme ich dann wieder zurück? Hallo? Zeig dich. Halt, stehen bleiben. Keine Bewegung. Mann, oh! Aber schön, dass es immer gleich gesagt wird, wenn man es verkackt hat. Ich glaube, ich habe was gesehen. Wer ist da? Ah, der dreht sich auch... Der dreht sich einmal voll im Kreis. So ein dämlicher Scheiße. Ich könnte auch von hier aus wieder zurückgehen. Aber das ist nochmal durch die Magierbereiche. Können wir auch machen. Und genau jetzt kommt er zurück. Okay, okay, okay. Also, ein bisschen... Ich finde es halt cool, in welche Weise wir das hier spielen. So, das ist der Balkonmann, der mich abgenervt hat. Wir nehmen aber einen anderen Weg. Ich will gerne von unten nach oben mich arbeiten. Wir müssen darüber. Oh mein Gott. Mich hat niemand mitgekriegt. Hey, hier kann man hochklettern. Aber warum? Da kann man hoch. Okay, wo komme ich denn jetzt hin? Warte mal. Ernsthaft? Es gab eine Leiter? Ja, alles gut. Das ist dann so dieser Arschtritt, den man hinterher bekommt, wisst ihr? Wo man sich dann denkt so, jo. Hat's mir doch gleich ins Gesicht spucken. Macht da jemand Lärm? Nein. So, jetzt durch die Küche. Das wird schwierig werden. Der Typ bleibt ja jetzt da hinten stehen. Sie läuft ja wieder im Kreis. Dann warte ich kurz. Dann schleiche ich mich an ihr vorbei. Hier mache ich übrigens mal wieder einen Hard Save. Oh. Nein, das ist nichts wert. Das ist nichts wert. Bitte tut mir nicht weh. Ist hier zu Hilfe. Vermaledeit. Es sah so... Es sah so Bronze, hätte vielleicht auch was wert sein können. Ah.
Gut. So, jetzt die Great Hall. Wow! Die Great Hall. Achso, wenn ihr wundert, warum es immer stockt, war. Ich mache weiter Screenshots. Ich bin richtig fasziniert gerade, wie das alles designt ist hier. Da hinten scheint was Wertvolles zu sein. Oh. Er nimmt den Weg wieder raus. Na ihr Rittermans. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, oh, ist das schön. Hier gibt's viel Cash. Wo ist der? Ich höre nichts Besonderes mehr. Warum nichts? Hat sich der Schatten bewegt? Da scheint nichts mehr zu sein. Das wird nicht so einfach sein, an den ganzen Loot ranzukommen, wenn hier die Leute rumstehen. Okay, der müsste über mir sein. Oh, das ist was wert. Okay, wir gehen mal einfach hier hinten lang. Wie gesagt, wir arbeiten uns von unten nach oben, habe ich gesagt. Okay, schöne Dekoration. Hier kann man sich nicht mal verstecken. Oh, gut. Okay, der stellt sich nur mal hier hin. Welche Option haben wir? Die Treppe ist stark bewacht. Direkt hochgehen. Sehr riskant. Bei dem ganzen Licht. Wir könnten aber auch mit einem Sci-Fi uns einfach nach oben bringen. Wir müssen nur das richtige Timing haben. Ein schöner Balkonien. Für die Great Hall habe ich ja jetzt keine Karte, ne? Ich will jetzt nur, dass wir darüber über die Dings kommen. Ich sehe übrigens mal von hier aus, kommen wir auch in den Keep rein. Sehr linear, finde ich. Sehr untypisch, finde ich. Was? Ja, was? Ich bin wohl kurz eingenickt. Was ist denn das hier? Hat jemand hier gemalt? Da hätte es noch ein Buch. Wo geht's aber da oben hin? Lasst uns das herausfinden. Hallo? Ich bin auf dem Dach? Warte mal, ist das die... Er wollte mich doch verarschen. Guck mal, hättest du auch diesen Weg gehen können. Aber... Oh shit. Sind das zwei Wachen? Du hast die einmal schon umgerundet. So schnell kann die ja nicht sein. Nee, da ist die andere. Das sind zwei Wachen. Shit. Das heißt, wir haben auch nicht viel Zeit, wenn wir auf einer Seite sind. Bis jetzt habe ich noch keine Schlüssel oder sowas bekommen. Aber warum brauchen ja Magier Schlüssel? Brauchen sie ja theoretisch nicht. Ich würde sowieso gerne wissen, was die Magier so drauf haben. Ah, der dreht sich auch ab und zu um. Bridge Guard. Warte mal. Das ist wichtig? Day Shift Guard on Duty. Bridge Secure. Performance the Ritual of Dusk. Tolls the Bell of Silence at Sunset to activate the magical barrier across the bridge. Heißt das, es macht jemand das Ding wieder an? Warte. Spell of Silence can be told to dispel the magic barrier across the Astronomy Tower Bridge. Ah, das wissen wir doch schon. Das ist schön. Also man hat noch mehrere Möglichkeiten, eine Info darüber zu bekommen. Weil ich denke mal, hier kommen wir direkt bestimmt zur Bridge. Yo. Macht's gut, ihr Lappen. Tja. Und damit habe ich mal wieder den Tag gerettet. Ach ja.
Es tut so weh, so gut zu sein. Was ist denn da unten noch? Ist das der... Das ist der Anfang. Hier haben wir gestartet. Da war der Pagan. Geil. Alles so in sich geschlossen. Also so riesig ist das gar nicht hier. Also es ist schon groß, aber... Alles so ein bisschen mit... Geschlossen. Hallöchen. Astronomieturm. Hm. So, und wir haben eine Karte zum Astronomieturm. Also, wir haben den Ground Floor. Und dann müssen wir mehrere Etagen nach oben. Das ist ein Teleskop. Hier soll ja, wie gesagt, der Chaos Chart sein. Oh, ein Lager. Was soll ich denn mit Breitholzkopf feilen? Das ist doch... Ah. Ah, das ist schon besser. Danke. Die Mosis sind eher das, worauf ich gucke. So, machen wir hier einen Hard Save. Wir sind sehr gut auf der... Ich finde, wir machen alles richtig bisher. Vielleicht haben wir schon ein paar Sachen verpasst, das kann sein. Aber noch ist es ja nicht zu Ende. War da nicht jemand? Oh Gott. Der Ground Floor. Ah, warte mal, wo geht denn die lang? Im Kreis. Startet mal los. Die geht ins Lager rein. Okay. Ja. Wer ist da? Der Käse, wir sind auf der richtigen Spur. Hm. Du bist wieder nichts wert, oder? Nee. Du blöder Eimer. Okay, das heißt, der Ground Floor hat nur eine Küche. Und die macht nur hier unten ihre Arbeit. Wir müssen unbedingt noch testen, was die so drauf haben. Ach, das ist Licht aus, Mensch. Hier ist nichts. Oh shit. Was ist mit dir los? Ich gehe gleich wieder an. Kann man das irgendwie dispellen, dass das Licht ausbleibt? Ja, natürlich. Ich bin eine Kerze. Ich bin wieder an. Jetzt. Wir haben zwei Wege. Hier geht's ins, in das andere. Ich lass mal die Tür offen. In das Main Building kommt man damit. Ach, die gute alte, ich verstecke mein Loot unter die Treppe. Das wird nie alt, das ist ein Klassiker. So, nächste Etage. Ich wäre ja nicht Garrett, wenn ich nicht alles noch untersuchen würde. Oh, da ist jemand. Oh, da ist ein Studierzimmer. Ich bin mal den Dinger nie sicher. Sind die jetzt was Neues? Wo sind die Effects of Bones and Stuff? Ja, das mit den Stuff. Oh, Kreide. Und ein Schwamm. Das Loot. Die Frage ist, von wo kommt der? Der kommt von der Seite. Was ist das hier? Schiefer's Turnier. Ah, das ist ein Büro. Ein Key. Keep Key. Ah, ich lese das mir jetzt mal nicht durch. Oh, das war wichtig. The Schiefer's Turnier has hidden the Chaos Shard in his sleeping quarters. It can only be revealed by the touch of moonlight. Muss ich deswegen was mit dem Ast, mit dem Ding vielleicht machen? Mit dem... Hm. Ich habe nicht viel Zeit. Ach, scheiße. Ich bin hier nicht safe.
Also Mondlicht. Muss ich vielleicht damit was mit dem Teleskop machen, dass das Mondlicht vielleicht dahin scheint oder so? Ich weiß es noch nicht so richtig. Oh, hier ist jemand. Oh, gut. Ich kann das Licht nicht löschen. Fuck. Ich hoffe, er kommt. Oh. Oh, sehr gut. Nee, hier walkt niemand. Cool, ich kann also von hier aus auch wieder türmen. Was haben wir denn hier Schönes? Alte Maske. Okay, jetzt kann ich erst richtig angucken. Was kannst du? Coole Animation. Eat this fool. Er hat die Tür zugemacht. Das ist einer der krassesten Kräfte, die ich je gesehen habe. Wo ist er denn jetzt hin? Ey, du Sack. Hey, wo ist er hin? Hier ist auch noch Loot gewesen, okay. Ich wollte eigentlich nur mal kurz gucken, was der drauf hat. Wow! Alter Schwede! Alter Schwede! Okay. Mit denen sollte man sich nicht anlegen. Okay, das heißt, so schnell wie möglich das Zeug schnappen und weg. Ein Secret. Wir haben noch gar kein Secret gehabt. New Objective. Find the Murgus. Das haben wir schon. We place the Chaos Shard. Once the job is done. Optional. Have no one. This is one of the Academy's formed magic wands of power. The complete set of 8 would be a valuable addition to your collection. Oh no! Und ich habe jetzt einen. Welchen habe ich denn jetzt gekriegt? Lunark. Ich habe hier ein Büchlein. Ja. Irgendwann Lunark. Energy infused the lapis crown of the wand to its power, walks it and rains with the moon. Ob das vielleicht hilfreich ist mit dem. Ich brauche ja, wie gesagt, das Mondlicht. Ich höre irgendwas Pflanzliches hier. Oh shit. Oh, was ist denn hier los? Ah! Sie lebt wieder. Ist das ein Teleporter? Das ist ein Teleporter. Ich wollte gerade Totleben machen, aber okay. Hier gibt es keine Möglichkeit. Doch, hier kann man den Räume auch verlassen. Und dann teleportiere ich sie darüber quasi. Jetzt ist er da drüben. Cool. So, ich warte, bis der Typ hier reingegangen ist. Und,
Das ist aber schon cool, das mit dem Teleportieren. Wobei ich das eigentlich oft gesehen habe in Thief. Dass man selber teleportiert wird. Gegner teleportieren, das geht auch, glaube ich. Ging auch. Durch irgendwelche Trigger-Events. Kommt der jetzt nun hier rein oder nicht? Ich weiß, dass er hier reinkommt, aber der ist eine sehr lange Zeit weg. Da ist der nächste Wand. Das heißt, überall, wo Magier sind, könnten die Stäbe sein. Ghosting fehlt. Nicht schön. Was ist das denn? Geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Ihr seid ekelhaft! Ach, das hat mich gesehen. Das war nicht der Magier. Das war auch das fleischige, ich dachte pflanzige. Oh Gott. Wer hat mich gesehen? Hä? You are caught, stranger. Now die. Was? Ja, und du? Stand still, die. Wow, das ist schon... Es ist wirklich einzigartig. Aber ich weiß noch nicht, wie ich es machen soll. Da draußen ist es ein Glubschi. Der scheint zu einem Meister zu gehören. Ah, der sieht mich auch, wenn ich da oben lang latsche. Wie viele Etagen hat der Tower? Okay, das sind die Classrooms. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn jeder einen Stab hätte. Das ist schon interessant. Ich glaube, der gehört zu seinem Meister. Kannst du bitte gehen? Du bist nicht sehr lecker. Vor allem, der kann in jede Richtung gucken, wie scheint. Boah, ich komme hier nicht raus. Ich hätte es gibt eine Möglichkeit. Erst eine Weile. Oh, er ist ja auch eine Weile hier drin. Oh Gott. Er geht raus. Geh doch da hoch, verdammt! Wo ist der? Das ist der Magier. Der ist im anderen Raum, oder? Ich komm an das Vieh nicht vorbei.
Ja, weil es mich sofort sieht. Ja, das ist echt schlimm. Also als Ghosting ist das einer der schlimmsten Gegner, die ich je hatte. Oh, ich war kurz sichtbar. Macht er mich auch sichtbarer? Der ist, glaube ich, irgendwie kaputt. Ja, der ist broken. Warte mal, ich lade nochmal neu. Vielleicht bewegt er sich jetzt weg. Jetzt ist er weg. Ich müsste da rein. Wo der jetzt ist. Frage ist, lohnt es sich jetzt hier überhaupt reinzugehen? Was zum Fick war das jetzt gerade? Ah, Rotkern, Dings, ne? Er muss unbedingt hier hinten hingehen. Ich glaube, hier ist nichts. Ich glaube, wir gehen weiter. Wir müssen ja sowieso nochmal runtergehen. Dann gucken wir nämlich nochmal alles ab, nicht, dass ich die Wands übersehe. Dann muss ich nämlich so oder so nochmal wieder hierher. Da geht's direkt zum Teleskop, würde ich sagen. Ist hier ein Secret? Das ist der Chef. Ihh, was machst du denn hier oben? Das ist ein Teleporter. Das ist so scheiße. Kann es sein, dass mir irgendwie das Ding mich aufspüren kann? Ja, geh wieder. Verpiss dich. Keiner mag dich. Oh Gott. Wer hat mich gesehen? Wer hat mich gesehen? Ach, du hast mich gesehen. Genau, machen wir erstmal mehr Krach, als sein müsste. So, den Loot haben wir. Jetzt wollen wir die Kiste. Vielleicht mit dem Key hier? Ne, das ist Keep Key. Ich speichere nochmal. Es war nur Loot. Okay. Hätte ja sein können, dass das der Shard hier drin war. Wie funktioniert der Teleporter? Also definitiv kann man sich da teleportieren irgendwie, glaube ich.
So, Machiaugi. Ist nicht hier. Es ist echt ein sehr langes Abenteuer und dabei haben wir noch nicht mal das Item, womit wir eigentlich hier alles machen können. Ein Wasserfall. Einfach so. Hier geht's noch höher. Das sieht nach Teleportation aus. Ach, da oben scheint ein Teleporter zu sein. Wow. Das ist heavy. Oh, was ist das denn? Ach so. Ist nur abmontiert. Sonst scheint hier nichts mehr zu... Warte mal, da war was. Ah. Der lag hier drinnen. Damit habe ich den dritten von 8. Wow. Keyboard-Teleporter. Wow. Ich hab einen Teleporter aktiviert. Sehe ich nichts. Das ist sehr cool. Mondlicht. Can touched by Moonlight. Also Moonlight haben wir jetzt hier. Die Frage, wo ist der Chart? Oh nein. Dieses Ekelvieh ist hier. So, wo bringt mich der Teleporter hin? Wo bin ich? Was ist das? Was ist das? Es ist wieder einer dieser Tage. Was ist mit denen los? Kann man die kaputt machen? Oh mein Gott, die sind sogar noch gebückt! Oh Gott. Wo sind wir hier? Das Gute ist, es wird mir sofort gemeldet, wenn ich mir nicht entdecke. Oh Gott. Was passiert, wenn ich von denen gesehen werde? Das Ghosting failed. Alter. Das sind mechanische Wachen.
Waffen. Oh. Das sieht aus wie ein spezieller Wand. Den wand ich doch gerne. Oh Gott. Damit haben wir 4 von 8. Ich kann die rauslassen. Sind wir so doof? Warum sollte ich das tun? Aber der könnte sie rauslassen. Quasi, wenn der alarmiert ist, drückt er den Schalter und holt sie raus. Startmodus, boop. Verkackt. Und der holt bestimmt die raus. Okay, also dafür ist der Schalter. Okay, der wird dann jeden Moment hier reinkommen. Oh, den Loot soll ich mitnehmen. Oh Gott. God bless. Das führt nur wieder in diesen kleinen Raum zurück, wa? Ja. Oh, der geht raus. Okay, gehen wir mal in die Küche. Küche? Oh, noch ein Wand. Fire Opal Wand. Die haben jetzt schon 5 von 8. Anscheinend sind die alle hier in den Astronomieturm. Was machen die hier? Ghosting failed. Kommen wir da noch auf anderen Wege hin? Wahrscheinlich da drüben, wenn ich da drüben die Korridore benutze. Okay, schön Augen aufhalten, ob wir noch mehr Zauberstäbe finden. Das ist eine richtig fette Library. Ach du Scheiße. Mann, hast du lange Finger. Kann das Gesicht die Augen gar nicht sehen. Oh, wie er sich freut. Opa. Oder warte mal, vielleicht sind das gar keine Menschen. Das sind vielleicht, wie nennen sie mich nochmal? Giganten. Golems. Golems. Das ist ja auch so eine Magie-Sache. Warte mal, da gibt es einen Schalter. Ich glaube, den sollte ich aktivieren. Wo habe ich es denn? Oben. Ach, hier. Ist das schlau, dass wir jetzt schon eins höher gehen? Ich würde natürlich erstmal unten erstmal alles absuchen. Treatises on Academy Ropes. Das klang sehr langweilig. Das will ich mir nicht durchlesen. Hier sind keine Wachen, oder? Da ist so eine Art
Schrifttafel. Was auch immer die besagt. Hier ist abgeschlossen. Irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Oh, ich brauche einen Key. Ob das vielleicht... Ich wurde teleportiert. Wir sind die ganze Zeit im Dings gewesen. So, aber wir müssen doch noch den Chart holen. The Seafast Turnier has hidden the Chaos Chart in his sleeping quarters. It can only be revealed by the touch of the moonlight. Das heißt, wir müssen da nochmal hin. Hier ist kein Stuff. Wir gehen nochmal hier oben hin, weil ich will mal gucken, ob hier noch ein paar Stäbe finde. Scheint hier keiner zu sein. Hier scheint auch kein Stuff zu sein. Herr Wusel. Oh Gott! Stand er neben mir. Er stand die ganze Zeit neben mir. Okay, wir gehen sonst nach oben. Also, wie viel haben wir jetzt? Nochmal durchzählen. Ich glaube, 5 hatten wir. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, 3 fehlen noch. Und vielleicht sind die alle auch in der im Main Building. Nein! Drecksauge! Das heißt, der geht hier wieder lang. Okay. Kommt der jetzt oder nicht? Kommt. Deswegen konnten wir ihn vorher nicht sehen, weil der halt woanders lang latscht. Oh Gott, ich wurde nicht gesehen. Das ist so ein Wunder. So, und hier ist es hidden. Da ist es. Ich habe quasi es mit dem Teleporter das Moonlight runtergebracht. So, wenn der jetzt weggeht, kann ich mir den Chart holen. Ich habe es. Ich hab es. Wir könnten auch wieder den Teleporter nehmen. Und kommen wieder ins Main Building. Achso, ich muss das Ding aktivieren. Geil. So, und jetzt sollen wir diese Stele da zerstören. Die, was nochmal? Was, wie ist es nochmal? The Murgardsdale. Murgardsdale. In the main keep and use the Chaos Shard to destroy it. Ist das so ein Problem? Ja, man muss es benutzen, einfach nur. Teleport aktiviert. Und jetzt gehen wir wieder runter. Coole Ideen eigentlich. Wirklich coole Ideen.
Safen und wieder rein. Was? Hat er mich gesehen? Der hängt ein bisschen fest. Das ist eigentlich genau mein Ding. Also, besser geht's nicht. Wenn der ein bisschen brokey ist. Also, meins ist nicht gefailed. Geräusche sind echt wild. Jetzt habe ich ihn wieder ganz gemacht, so ein Scheiß. Geht er die Treppen überhaupt runter? Ja. Oh Gott, wie schnell er geht. Ich glaube, bei denen können wir nicht entkommen. Oh. Hier sieht es ja lustig aus. Peter lustig. Oh Gott, es wird heller. Flaumis. Ich werde mich hüten, hier irgendwas anzufassen. Was lebendig aussieht. Was wird er mir noch entgegenwerfen? Oh, da oben. Irgendwas ist da ganz Spezielles. Ist das die Stele? Das war's? Find the Murgard Steel in the main keep and use the chaos shard to destroy it. Replace the chaos shard where you found it. Oh, wir müssen die da wieder zurückbringen. Once the job is done, recover your free from the chest in the hidden room. Accessed from the keep's second floor changing room. Und dann die ganze Loot noch. Okay, das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall noch was machen und danach müssen wir den Chart wieder zurückbringen. Ich habe auch keine Ahnung, was das Ding jetzt eigentlich macht. Oh Gott. Wise Chancellor Ketmer. Ketmer's quarters are in the northwest corner of the second floor of the keep. Ja, das weiß ich jetzt auch. Ich hoffe, der sieht mich hier nicht. Ich komme hier nicht rein. Oh mein Gott. Ich brauche einen Key, um den zu öffnen. Scheiße. Gott. Dieses Buckeln der irgendwas. Geh auf! Archmage, bla bla bla. Oh Gott. Wo immer der jetzt gerade herkam. Hier ist irgendwie eine Wache.
Okay, okay, okay. Denk nach, denk nach. Oh. Ich hab's mir jetzt nicht durchgelesen. Okay, was steht da Schönes? The Murkert Still is in the Attic Garden. Ach, das hätte ich quasi da erfahren, oder was? Oder es... I cannot make sense. The riddles of the Murkert Still are strange, absurd and often painful to follow once this deciphered... Keine Ahnung. But we must continue to follow its teaching to the letter. Warte mal, wo steht das mit dem Garten? Heavy lies the crown, but it is the upper way I will gladly bear it can, but steer the academy through these times of dark prophecies. Achso, hier steht es. I shall go up to the attic garden and consult the steel again in the morning. Okay, und das ist hier der Archman. Gott. Wir müssen hier raus, hier sind jetzt nicht safe. Auf jeden Fall kriegen wir noch schön viel Loot. Zwei, drei, 500 Loot noch. Bin ich denn hier? Ist das der Haupteingang? Ja, wir müssen auf jeden Fall in diesen ein Quartier, denke ich mal, rein. Warte mal, warte mal. Er sagte doch, auf dem Second Floor ist Catmas Quarters. Und wir sollen doch... warte mal. Once the job is done, recover your free from the chest in the hidden from access from the keep's second floor changing room. Das könnte vielleicht ja sogar sein. Ich würde gerne wissen, was da hinten passiert. Der geht runter. Was ist das denn? Das sieht nach einer Falle aus. Was ist das denn? Damit haben wir Nummer 6. Das die ganzen Magier? Zwei Stäbe fehlen mir noch. Wäre cool, wenn wir das auch noch erfüllen würden. Ich frage mich, ob die halt alle noch hier sind. Oder ob diese Stäbe halt auch in den anderen Gebäuden hätten sein können. Wo die anderen Magier waren. Über mir? Vor mir? Ich bin mir unsicher. Ach, da ist einer. Oh Gott. Diese Art der Bewegung ist so unnatürlich und das macht es so schaurig. Hey, das ist die Bibliothek. Wir sind hier gelandet. Ja, wir sind hier gelandet. Ich glaube, ich bin dann hier hin. Ich glaube, wir sind erst mal hier lang gegangen. Ach du Scheiße. Der hing auch anscheinend fest. Und dann sind wir hier rausgegangen. Und jetzt sind wir hier. Ja, willst du mich jetzt hauen oder nicht? Dann bringe ich dich halt um. Wow. One shot.
Okay, das heißt, da ist ein Studierzimmer. Der guckt auch mal in eine Richtung. Entweder der geht da raus. Oder nicht. Oh Gott, da ist jemand. Warte mal, da steht irgendwas mit Note. Oh mein Gott, hab ich Schwein gehabt. Das ist der hier gewesen. Ist wieder nichts wert hier. Das ist was wert. Kommt wieder. Hoffentlich versafe ich mich hier nicht. Noch 200 Loot. Dann haben wir wenigstens das abgedeckt. Wir brauchen einen. Der hat auch kein Key. Der macht hier Wache anscheinend. Notice. Avalot. Avalot and Mast. Each day to a harmonious. Okay. Was starte ich hier noch unten drunter? Notified Lay Guardmans to keep watch and report any action from Acolyte Jofram. Das ist da. Ach, das ist die Stelle hier. Das ist das, was ich die ganze Zeit gehört habe. Ach, hier sind wir. Hier sind wir gelandet. Stand still and don't. Nervig. Wo geht's denn hier hin? Gibt's einen Keller für diesen Bereich? Anscheinend. Wo geht's hier hin? Okay, nur eine Ecke zum... Hier kann ich mal verschnaufen. Okay, also. Oh, wir sind schon über eine Stunde. Das war mir aber schon klar, dass die Mission nicht sehr schnell gehen wird. Oh Gott. Aber Loot gibt's hier. Oh, eine Krypta. Sicher, dass die keine Nekromantie beherbergen hier? Den Loot zusammen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier nicht so einfach ruhig bleibt. Aber es könnte sein, dass hier vielleicht noch ein Wand ist. Das sieht verdächtig aus. Es ist auch ruhig, es ist keine Sau hier. Warte mal, liegt da eine Brille? Ach, die Oma-Brille. Die nie was wert ist, außer wenn sie mal was wert ist. Ich denke mal, das hier ist noch da, um noch ein bisschen Loot zusammenzubekommen, wenn man viel verpasst hat. Es ist einfach, irgendwas stimmt hier nicht. Es ist zu ruhig. Hier ist noch eine Türe. Kann ich hier rein? Oh. Ein guter Fluchtweg. Von hier aus könnte ich theoretisch wieder weg. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch die Truhe erreichen. Und vielleicht noch ein paar Stäbe bekommen. Über die Krypta sind wir hier rein.
Aber also vielleicht hätte man, ich glaube, das ist auch nur so ein einzigartiger Weg gerade hier, dass man sagen kann, das ist den Weg nimmst du wirklich nur zum Gehen, nicht zum Kommen. Weil guck mal, allein einen Schlüssel bekommst du im Astronomieturm. Das heißt, der Weg von Astronomieturm, den Umweg hier zu gehen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eher als Fluchtweg gedacht. Sollten wir uns merken. Ah, warte mal. Jetzt haben wir ja sehr viel gesammelt, da will ich natürlich auch speichern. Oh Gott. Oh Gott. Hier ist eine Truhe, aber das ist nicht Second Floor. Hier pinnt auch einer. Das heißt, hier dürfte keiner reinkommen. Hast du den Schlüssel zufällig? Oh, der hat so einen Toten. Das ist ja, glaube ich, oder eine Maske oder sowas soll es darstellen auf seiner Brust. Wo kriege ich jetzt den Key her? So langsam gehen mir nämlich die Optionen aus. Das ist der Vordereingang. Ach du Scheiße. Liegt da. Okay. Ich glaube, ey, das ist extra so gemacht, dass es an die Puppets erinnert. Saren, the steel holds away for now. What is an old oak, strong but inflexible, and a gale is approaching. Ketma plays a dangerous game. The old riddle creaks at the seams. The ritual show now the seeds of the Academy of Destruction is see nothing but green. Hier wäre gerade auch keine wichtige Information dazugekommen, glaube ich. Oh, hier kann man safen. Okay, wo sind wir hier? Oh, schön. Schöner Balkon. Ist das der Typ, der jetzt rein und rausgelatscht ist? Wahrscheinlich. Die Bilder sind nicht mehr sehr unpassend. Sie fühlen sich wirklich an, als würden sie zu Sieb gehören. Ich könnte von hier sogar zum Beispiel wieder runter, aber würde mir natürlich wehtun. Aber wir brauchen den Key, oder? Oder der Key öffnet auch die Quartiere. So, das Ding ist auf jeden Fall auch jetzt offen. Das ist die Library. Ich wollte ja gucken, was hier drauf steht. Ach stimmt, hier hatte ich ja das Secret entdeckt. Dann waren wir jetzt schon überall. Ich könnte jetzt höchstens noch gucken, ob der Schlüssel funktioniert. Ansonsten muss ich. Weiß ich, müsste ich erstmal den Schlüssel finden. Oh Gott. What was that? Du hast keinen Key. Restricted. Oh. Die Tür hatte ich. Stimmt. Das war ja. Siehst du gut, dass ich das Schild mir nochmal angucken wollte? Sonst hätte ich die Tür gar nicht für voll genommen. Ich hätte gedacht, dass die wieder zur Mitte führt. Wer sieht mich nicht?
Wir sind so nah dran. Oh Gott. Okay. Das Gute ist, wir sind hier erstmal safe. Oh, warum brennt das Buch? Was ist hier los? Okay. Priests of the Banal Prophecies. Book. Angelus, Chronus. Auf so rumzufliegen. Spells from the plane. Ah, hast du die? Gemur auf Kinesis. Invisible Journal of... Ah, das Ding ist unsichtbar. The Golden Book of Seth. Das war's wert. Na toll. Da habe ich mir so viel Mühe gegeben. Am Ende war's... Ja. War's das nicht wert. Aber das sind noch ganz spezielle Bücher hier. Das ist eine coole Idee. Ich hätte aber gedacht, dass wir vielleicht hier noch Schlüssel finden oder noch einen Zauberstab. Okay, wir gehen jetzt nochmal nach oben und ich schaue mal, ob ich die Quartiere mit dem Keep Key öffnen kann. Also es müsste ja eigentlich funktionieren. Nee, funktioniert nicht und Dietrich ging definitiv auch nicht. Rimm. Hier waren wir noch nicht. Nur kommt hier keiner. Oh, ich bin am Arsch. Okay, also ich muss warten, bis der Typ weg ist. Und dann habe ich da noch eine Truhe, wo vermutlich eh nur Loot drin ist. Warte mal, was ist das jetzt hier? Hier war ich schon, oder? Ja, hier war ich schon. Oh, oh. Puh. Ich müsste da rüber. Die Wege sind strange. Da haben wir angefangen. Gott. Oh Gott, die sind so schlimm. Hat der Morgenstern in der Hand? Oder sein Arm ist der Morgenstern. So, der müsste ja nach unten gehen, weil er muss ja wieder im Kreis laufen. Nein, er läuft einfach wieder zurück. Das heißt, er hat keine... Oh Gott. Er hat keine Routine, die im Kreis geht. Das heißt, wir müssen da hinten noch hin. Ja, macht es noch schwerer für mich. Es war natürlich nur Loot. Hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Also ich war da unten, ja. Aber hier oben war ich noch nicht. Ach, hier oben läuft auch noch einer lang. Das ist der nächste. Wir brauchen nur noch einen. Oh Gott.
Das heißt, hier kommt gleich einer. Was haben wir hier? Oh, auch die müssen mal duschen gehen. Oder auch nicht. Ist hier ein Secret? Wieso sieht das alles nach Fallen aus? Oh, das ist so sehr verdächtig. Da oben, das sieht aus, wie als würde da was rauskommen. Warum bin ich hier? Okay. Let's sterb! Oder auch nicht? Was ist das für ein Ort? Warum ist hier nichts? Seltsam. Ist auch nicht mal ein Secret, das verstehe ich noch nicht so richtig, den Raum. Sogar einen Heiltrank kriegt man davor. Twistbein, Singhorn, Pyopal, Bonarik. Die haben alle ein bisschen so einen Sinn gehabt, dass sie existieren, also an ihren Orten. Wo Feuer war, Blut, etc. So, was fehlt mir noch? Twistbein, Slinghorn, Pyopal, Lunark. Frostgam fehlt mir. Sister Wand of the Pyopal Wand. This is a conduit to the frozen dimensions beneath reality. Das heißt, irgendwo, wo es kalt ist, würde ich meinen, wird da sein, oder? Mistforge. Mistforge hatten wir mal. Twistclaw. Treeclaw und Ethermist. Nee, Frostgam hatte ich. Ethermist. Frostgam. Mistforge. Fireball, Singhorn, Twistplein. Fireball? Warte mal. Slinghorn habe ich doch vorgelesen, oder? Slinghorn, ja. Oh Gott. Ja, mach noch mehr Lärm. Twistplein hatte ich. Lunark, Fireball, Mistforge, Frostgam. Treeclaw fehlt mir. The Wand grabs a fragment of Emerald Power. Crystal from the Deep Earth. Das heißt, dieser Wand muss oben sein. Da, wo die Natur ist. Da haben wir nämlich nicht weiter geguckt. Das heißt, da müssen wir definitiv noch hin. Okay, was haben wir hier? Ach, hier. Hier baden sie. Ist das eine Türe? Das ist ein Fenster, das haben sie aber extra zugemacht. Badesalz. Ah, ja, wichtig, dass ich diese eine Münze aufsammle. Okay. Ich bin am Ass. Oh, wie der losgetigert ist. Voll abgegangen, der Typ. Ich hab Angst. Okay, der geht dann da hinten wieder rein. Okay, hier war ich noch nicht. Die andere Seite. Das ist die Seite. Oh shit. What echoes there? Der geht unten lang.
Da ist ein Schlüssel. Ah, verdammt, das ist auch nur Keep Key. Hier ist Earth. Nahe zur Erde. Ach so. Hier habe ich einen kleinen Durchgang. Ah, hier hätte man den Wand verstecken können. Ah, der wird bestimmt ganz oben sein, weil da ist ja sehr, sehr viel Natur. Was ist das? Kännchen. Okay. Welche Tür entscheidet er sich? Die andere. Stellt er sich dahin und schiebt Wache. Und danach geht er wieder raus. Also, ist schon echt wieder eine geile Mission. Es macht auch mega Spaß, hier rumzulaufen. Es fühlt sich nicht nervig an zu back. Da ist er. Das ist der letzte Stab. Finally. Ich hätte gedacht, dass der ganz oben ist. Ja, hier, das ist ein Erdmagier hier anscheinend. Da geht's nach unten. I do hope Walter and Catmar resolve their difference soon. Okay, aber ich werde hier wahrscheinlich keinen Schlüssel finden. Eine Mine. Eine Schriftrolle, die nichts bringt. Das war jetzt wahrscheinlich nur für den Stab und vielleicht eine Abkürzung. Ach, hier. Versteckt. Das ist da, wo das Secret ist. Hier war das Secret. Hätte ich mal reingucken sollen, dann hätte ich noch einen kleinen schönen Weg gefunden. Okay. Eine Tür habe ich noch. Ui. Ja, hier scheint ein Erdmagier zu leben. Moosseile. Und Loot. Mehr Loot, als ich überhaupt brauche. Tja, aber wo ist der verdammte Schlüssel? Jetzt glaube ich... Okay, du mit deinem langen Fingerchen. Okay, so, das Ziel haben wir jetzt auch wieder erfüllt. Jetzt haben wir aber immer noch das mit dem... Ja. Ich glaube, dass wir vielleicht jetzt hineinkommen. Dieses blöde, schleimige, ekelhafte. Ist noch alles okay. Okay. Ich hasse diese Treppen. Die sind fürchterlich. Okay, wir gehen jetzt nochmal zurück. Und schauen, ob wir jetzt durch die Tür kommen. Wahrscheinlich ist es doch etwas sehr linear gebaut.
Geh doch hoch. Tür ist immer noch zu. Ich hab bald keinen Plan mehr. Ich weiß nicht mehr. Also, es gibt keinen Schlüssel. Ich habe auch keinen versteckten Schalter bisher entdeckt. Wir waren jetzt überall. Und es ist auch zunehmend schwer, wenn hier überall Gegner sind. Warte mal. Wir gehen noch mal. Vielleicht war da doch ein versteckter Schalter. Geh noch mal ins Badehaus. Also diesen Baderaum. Der war ja hier, oder? Ja, hier war der. So, und hier könnte jetzt vielleicht doch noch irgendwo ein Schalter sein. Jetzt ist hier eine Truhe. Moment. Er sagt doch, wenn der Job zu Ende ist, dann darf ich quasi diese Chest in the Hidden Room assessed from the Keep. Second Floor Changing Room. Ah, warte mal, das ist ein Changing Room. Das zählt als Umkleider, nicht als Badehaus, okay? Warte mal, wenn das die Treasure Box ist, warum sind hier Fallen? Also, hier sind definitiv Fallen. Tja, wie mache ich denn das am schlauesten? Also, ich versuch's einfach mal. Ich glaube, die Fallen gehen bestimmt los. Oh mein Gott. Da war nichts drinne. Catmas Room Key. Someone triggered my trapper. Where is he? So hört sie an wie Konstantin. Where is he? Ich bin jetzt weg. Warum habe ich jetzt ein Key? You might have known that Catma would play by the rules, such as quarters for incriminating evidence you can use against him. Then drops the evidence on Archmage Voltazar's deck. Oh, Voltazar, wo war der denn nochmal? Okay. Also, der hat uns eigentlich beauftragt, das Ding kaputt zu machen, die Stele zu zerstören. Und hat ja dann seinen Handlanger losgeschickt, der uns quasi helfen sollte, hier besser hineinzukommen, mit Informationen zu füllen und etc., ne? Das war ja so das Ding. Achso, wir müssen wieder auf die andere Seite. So war ja auf jeden Fall die Story bisher. Sein Gehilfe ist ja dann gestorben, weil er erwischt wurde, als er die Scherbe klauen sollte. Darauf haben sie die Scherbe dann weggesperrt und wir mussten sie jetzt von den Astronomieturm holen. Okay, und jetzt quasi, jetzt wo ich das Ding zerstört habe... Oh Gott, starte mal los, boop! Das ist schlecht. Oh Gott. Ja, wo das erledigt ist. Schnell die Tür wieder zumachen. Braucht er mich nicht mehr und denkt sich, ey, ich bring dich um. Rot. Bisschen Loot. Das sieht aus wie ein Durchgang. Vielleicht ein. Also hier muss was sein. Ach hier. Oh, das war eine Fake Wall. Okay, was haben wir hier Schönes? Oh, ich weiß nie, was mich erwartet hier. Was haben wir denn? Incriminating. Und jetzt haben wir die Story dahinter, was er hier vorhat.
Der wird aber quasi selber. Der will selber hier ein bisschen so seine Machtspielchen haben. Kennen wir ja. So, und jetzt müssen wir uns so das in seinen Typen da bringen. Wo war denn der Typ eigentlich? Volta, da war doch... War das nicht der Typ in der Bibliothek? Aber wie gesagt, wir sollen es jetzt zu einer Art Büro oder sowas bringen. Oder das war der Typ mit dem Naturstab? Geh mal in die zweite. So, in der dritten, da waren jetzt nicht so viele. Ach, hier doch. Also. Das war ja easy. Jetzt erstmal hier safen. So, und jetzt die Frage, wo muss ich das jetzt hinbringen? Direkt hier einfach geben? Das ist also der Voltra-Typi. Ich guck mal, ob es reicht, wenn ich es hier hinbringe. Oh, das ist ja Loot noch gewesen. Objective complete. Ja, das ist erledigt. Das geht nicht mehr. Das habe ich jetzt auch, sage ich mal, bisher hingekriegt. Und jetzt können wir uns verpieseln. Oh, die machen mir echt Unbehagen. Warte mal, da unten geht es doch direkt zu... Oh Gott. Warte mal, ist der jetzt da reingegangen? Der ist neu. Oh Gott. Man hat sogar die Maschinenteile an ihm. Wollen wir noch meine Reise schwerer machen, als sie ist. Das heißt, hier sind wir wahrscheinlich jetzt Gegner. Mit diesem Akt, den wir jetzt getan haben. Gefühl, ich bin nicht mehr alleine. Oh. Auch nicht schlecht. Das habe ich zwar jetzt nicht gesucht, aber... Ich wollte eigentlich jetzt nur vorsichtig gehen, dass hier nicht eine Wache am Ende steht. Ich höre aber auch nichts. Ich höre nichts. Okay, so, dann können wir hier vielleicht einfach abdüsen. Ach hier. Okay. Aber es gibt keinen Weg mehr zurück dann, wenn ich hier immer runtergehe. Deswegen hoffe ich ja, dass ich jetzt alles habe. Es ist sehr... Ich weiß nicht, sehr inszeniert fühlt sich das schon fast an. Weil selbst der Weg hier zum Schluss ist ja perfekt, dass man vieles nicht mehr machen muss. Dass der Rückweg noch einfacher ist. So, ist denn Mission erfüllt, ja? Nichts mehr am Ende, kein Plot-Twist. Wobei wir einen kleinen Plot-Twist hatten. So, jetzt gucken wir mal Statistik. Oh, wir waren gar nicht so weit weg, aber wir hatten noch 2 Secrets übrig. 700 Loot haben mir noch gefehlt. Loot gab es reichlich, auf jeden Fall. Ansonsten eine sehr gute Zeit. Also dafür, dass Mission schon sehr umfangreich war. So, ich gehe erstmal vorab meine Wertung. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Weil die hatte auch wieder alles. Also erstmal die positiven Punkte. Es war eine sehr gute Story. Es war eine sehr gute Atmosphäre. Also die Atmosphäre sowieso bei Nikits Mission. Mit Effekten wird hier nicht gegeizt. Es ist alles sehr hübsch detailliert, die Lichtsetzung, die Schattensetzung, es funktioniert einfach. Die Türen verschwinden zum Beispiel nicht oder sowas, was es jetzt mittlerweile gar nicht mehr hast in den heutigen Fanmissionen. Bin ich auch ganz froh darüber, dass die nicht in die Textur verschwinden. Die Textur war nie irgendwie undeplatziert oder irgendwie schlecht.
es war alles sehr stimmig, es hat alles gut gepasst. Selbst die Gemälde, die neu gemacht wurden, haben so in das Steve-Konzept gepasst und haben es nicht so sehr zunehmend herausgestochen, dass es so auffällig war. Und spielerisch, wie gesagt, bis auf einen Punkt, war es auch sehr, sehr schön. Also, ich habe jetzt zwar nicht getestet, was die Magier so drauf hatten, beziehungsweise auch diese Puppets, also die, ich würde sagen mal so Fake-Puppets, also irgendwie sind sie ja so eine Art Puppets, also die sind auf jeden Fall danach inszeniert worden. Waren die jetzt untot, waren sie jetzt nicht untot, das wusste ich jetzt nicht. Die Magier hingegen haben wir kurz getestet, die haben auch eine neue Fähigkeit gehabt, das fand ich auch ganz cool. Und mit diesen Glubschi-Augi, wo ich das, was das Ghost noch sehr erschwert hat, waren das sehr gute Gegner, die man hier bekommen hat. Und auch das ganze, der ganze Komplex mit viele Wege, viele Ausgänge und die Möglichkeiten, halt irgendwo einen anderen Weg zu suchen, war alles da. Jetzt mein Kritikpunkt darauf, es war zu linear. Ich weiß, ihr denkt euch, was meinst du jetzt? Aber ja, es war zu linear. Es fühlt sich wieder sehr an nach einer alten Schnitzeljagd mit Schlüssel. Du hättest eigentlich genauso das Level einen Schlüssel geben können, den ich von A dann in B bekomme, der mich dann zu C bringt, der mich dann zu D bringt. Damit meine ich, am Anfang gehen wir durch das Guardhaus. Wir haben keine andere Möglichkeit, überhaupt in dieses Schloss reinzukommen. Ab da ist es sozusagen free, wo ich rumlaufen kann, aber eigentlich auch nicht. Weil unser Ziel ist klar auf der Karte angegeben, wir müssen den Chaos Chart bekommen. Und um den zu bekommen, müssen wir zu einem bestimmten Punkt hingehen. Und der Autor lotst uns zu diesem Punkt, um uns zu sagen, dass er dort nicht mehr ist. Und führt uns dann, wir müssen jetzt zum nächsten Punkt, zu Punkt B, zum Astronomieturm. Und ja, okay, man hat jetzt hier vielleicht noch diese Bell of Silence, die das ein bisschen... Also erstmal, wie kommen wir da hin? Wir müssen erstmal herausfinden, wie die Barriere zu vernichten ist und so. Das ist aber so eine Kleinigkeit. Und wenn man das geschafft hat, kommt man ja dann direkt schon zum Astronomieturm. Und gleich zum Astronomieturm gegenüber, nachdem man das Rätsel dort gelöst hat, was jetzt kein krasses Rätsel ist, wegen dem Mondlicht und so, kommt man schnurstracks in die Main Base. Und die war im Grunde ein kleines Labyrinth in dem Fall, weil man hier wirklich viele, viele Wege hatte. Und es auch sehr schwierig war, erstmal durchzublicken, wo ist jetzt was, weil man keine Karte direkt hat, keine detaillierte. Obwohl, doch, es gab, glaube ich, eine Karte, oder? Ich glaube, die habe ich nicht benutzt. Oder war es für die Great Hall? Ich weiß es gar nicht. Kann ich noch mal ins Menü zurück? Warte. Keep. Main Stairs, Entrance Hall, Library. Mehr hatten wir gar nicht. Aber man hatte direkt den Weg dahin gehabt. Hier dem auch sei, auf jeden Fall, wir hatten, diese Wege waren zu leicht und wir wurden zu leicht geführt. Also ich habe mich nicht sehr beansprucht gefühlt, wie es in den vergangenen Missionen waren. Nehmen wir mal The Violent End of Duncan Marvin. Das ist eine so große Zufallsmap, wo du einen riesen Komplex hast, wo du überall anfangen kannst und das Ziel am Ende, es kommt auf ein gleiches Ziel, denke ich mal, oder fast gleiches Ziel. Aber bis man da hinkommt, hast du so viele Möglichkeiten, das zu lösen und zu machen und woanders zu starten. Und jeder Playthrough ist halt komplett anders. Oder Ravenreach. Du musst nicht unbedingt bei den Spinnen anfangen. Du kannst zum Beispiel bei den Geistern anfangen. Oder bei den anderen. Also das ist nicht eine Reihenfolge, sondern du kannst frei entscheiden, in welcher der drei du da beginnst. Und das hat mir hier gefehlt. Hier hat es sich sehr angefühlt, so man traut den Spieler nicht mehr zu, dass er es schafft, ohne frustriert zu sein, die Level zu meistern. Und deswegen machen wir es ihnen leichter, indem wir ihn einfach führen. Finde ich, ist keine gute Idee. Normalerweise würde ich da die Wertung jetzt runterschrauben. Aber in dem Fall, sage ich mal, es ist trotzdem gut gemacht. Ihr sagt, niemand ist gerne frustriert in einer Sea-Fan-Mission. Und man hat ja immer noch die Secrets, kann man ja noch entdecken. Aber wie gesagt, für mich war es ein bisschen sehr schade, dass er von dem ursprünglichen Konzept, was ja Thief ist, so langsam weggeht und mit dieser Mission in den Bereich geht, ich möchte euch da durchlotsen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich hoffe, das wird nicht so bleiben.
Mir gefällt es nicht, definitiv nicht, weil ich möchte schon selber erkunden und meine freie Entscheidung machen und dann mich belohnt fühlen, weil ich es selber entdeckt habe, ohne dass jemand mir mega viele Hinweise geben musste. Ja, egal. Das war auf jeden Fall Nest of Vipers. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch. Das war eine sehr gute Mission. Ich kann sie nur wärmstens empfehlen. Spielt sie auf jeden Fall selber, falls ihr noch Bock darauf habt, nachdem ihr das gesehen habt. Und wir sehen uns zur nächsten Sea-Fan-Mission wieder. Macht's gut. Tschüss.